zurück. Kein Aufstand, rein. Gut, Herr Novak, dann schildern Sie mir doch bitte mal den Tathergang. Also, an was können Sie sich genau erinnern? Was soll ich sagen? Also, wir öffnen ja immer um 9.30 Uhr. Ich bin immer eine halbe Stunde eher da. Öffne die Tür und dann deaktiviere ich die Alarmanlage. Und plötzlich standen dann die Bewaffneten hinter mir. Die Täter müssen Sie abgepasst haben. Sagen Sie, als Sie auf dem Weg zu Ihrem Laden waren, ist Ihnen da irgendwas aufgefallen? Eigentlich nicht, nee. Ah, doch. Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber als ich hier aufgeschlossen habe, habe ich vorher eine glimmende Zigarettenkippe gesehen. Ja, draußen, die lag da. Ich habe mich schon gefragt, das darf nicht wahr sein. Ja? Müssen die Leute immer ausgerechnet vor meinem Laden die Zigaretten ausmachen? Ja, also, ich finde das ekelhaft, wenn so ein Zeug da draußen liegt. Und, also das ist mir noch aufgefallen, aber ansonsten war eigentlich alles in Ordnung. Okay, ja, weiter bitte. Naja, und dann standen die Bewaffneten hinter mir. Dann haben sie mich reingedrückt. Ja? Ich merke das jetzt noch an der Schulter. Die haben mich gezwungen, alles aufzumachen. Den Tresor, die Vitrinen, haben mich gefesselt und geknebelt und mich in die Ecke geschmissen. Ja? In aller Ruhe haben sie alles ausgeräumt. Das hat vielleicht eine Viertelstunde gedauert. Tja, also so wie sich das anhört, waren Sie sich ziemlich sicher, dass Sie nicht gestört werden. Herr Novak, was ist denn mit Angestellten? Na, da habe ich ja nur, gibt's ja nur die Anja Posner, nur die eine, ne, die sich gerade mit ihrem Kollegen unterhält. Ja, die hat mich gefunden, die hat mich befreit und dann natürlich die Polizei gerufen. Ja, ich war total geschockt, als ich meinen Chef da hilflos gesehen habe. Das verstehe ich schon. Ist Ihnen denn irgendjemand aufgefallen, als Sie hergekommen sind? Nein, da war niemand. Naja, uns helfen bestimmt die Bänder der Bewachungskammer weiter. Machen Sie die mal. Ja, wir können ja gerne mal gucken. Ja. Komisch. Da ist überhaupt kein Bild. Ist die Kamera vielleicht kaputt? Also gestern ging sie noch. Ja, dann fragen wir mal Herrn Novak. Okay. Ein bis zwei Tage müssen Sie Ihr Geschäft schon schließen. Herr Novak, ich habe gerade... Ja, ich weiß, was Sie sagen wollen. Sie wundern sich bestimmt, warum die Alarmanlage ausgeschaltet ist. Was? Davon wusste ich gar nichts. Ja, ich habe ja gestern Abend noch einen Anruf bekommen von der Sicherheitsfirma. Die Videoüberwachungsanlage, die wird ferngewartet heute zwischen 8 und 10. Das ist natürlich ein komischer Zufall. Könnten Sie sich vorstellen, dass der Anruf der Sicherheitsfirma fingiert war? Nee, das ist ausgeschlossen. Also, die arbeiten mit dem Codewort. Gut. Dann benötigen wir auf jeden Fall die Aufzeichnungen der letzten 4 Wochen. Mhm. Wozu brauchen Sie die? Naja, in der Regel werden die Täter den Laden vorher aussperren. Vielleicht können wir auf den Bändern irgendwas sehen. Dann benötigen wir natürlich auch noch Kontaktdaten sämtlicher Personen, mit denen Sie enger zusammenarbeiten, wie... Ja. Das Putzpersonal und natürlich die Adresse und Telefonnummer der Sicherheitsfirma. Können Sie denn schon sagen, was geraubt wurde? Also, in den Vitrinen und in den Auslagen sind hauptsächlich alle teuren Uhren weggekommen jetzt. Aha. Und im Safe? Ja, nur ein bisschen Bargeld. Ach, das Collier. Was denn für ein Collier? Gestern kurz vor Ladenschluss, da hat mir meine Stammkundin, die Ingrid Schäfer, ein Collier zur Aufarbeitung gebracht. Ja, und das hat sie mir hingelegt. Das ist ein unersetzliches Stück. Okay, wir bräuchten dennoch Ihre Fingerabdrücke zum Abgleich mit den Täterspuren. Ja. Können Sie die Täter beschreiben? Die waren vermummt, hatten Sturmhauben auf. Bis auf einen. Also den einen kann ich mich noch erinnern. Der war ziemlich grob und ziemlich kantiger Typ. Und der hatte eine Narbe an der Augenbraue. Und die Sprache? Ich würde sagen, also wenn mir nicht alles täuscht, hatten die einen osteuropäischen Akzent. Von dieser Sorte Phantombild haben wir jetzt schon einige. Ja, unser osteuropäisches Du, nachdem wir schon so lange fahnden. Der Typ sieht genauso aus wie der auf den Videoaufzeichnungen von den alten Raubdelikten. Tja, aber in unserem aktuellen Fall haben wir leider keine Aufzeichnungen.
Übrigens hat die Sicherheitsfirma bestätigt, dass die Geräte ferngewartet wurden. Die gehen immer nach demselben Muster vor. Inhaber kleiner Juweliergeschäfte werden morgens beim Aufmachen überfallen, gefesselt, ausgeraubt. Wir sollten aber prüfen, welche Sicherheitsfirmen bei den bisherigen Überfällen zuständig waren. Vielleicht gibt es da ja eine Verbindung. Ja, ist eine gute Idee. Habe ich schon überprüft. Der ist nix. Nee, was die Täter betrifft, da tappen wir völlig im Dunkeln. Außer den paar unregistrierten Fingerabdrücken von den alten Tatorten. Und die Zigarettenkippe, die wir am Tatort sichergestellt haben. Von der wir nicht wissen, ob sie wirklich von den Tätern stammt. Ja, und selbst wenn, dann bräuchten wir von den Tätern DNA-Material zum Vergleich. Die haben bis jetzt immer hochwertige Uhren entwendet. Ja, ist doch klar. Weil du die auf dem Schwarzmarkt am besten verticken kannst. Ja, aber dieses Mal haben sie dieses ausgefallene Collier mitgenommen. Ich möchte mal wissen, warum. Da ist was dran. Ihr solltet euch mal mit den V-Leuten, die wir in der Hehler-Szene haben, unterhalten. Und was macht ihr? Wir, lieber Gerrit, wir sichten die alten Videoaufzeichnungen der Überwachungskamera aus dem Juweliergeschäft. Über 300 Stunden Material. Viel Spaß. Na, lach nicht so schmutzig, wir lassen dir noch einige hundert Stunden über. Ich kann das alles noch gar nicht glauben. Das ist wirklich ein ausgefallenes Stück. Das haben Sie doch bestimmt versichert, oder? Ja, ja, mit 200.000. Vor Abschluss der Versicherung habe ich dieses Foto eigens anfertigen lassen. Ich glaube, es wird ganz schwierig, dieses Collier auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen. Darf ich das Foto behalten? Ja, selbstverständlich. Gut. Frau Schäfer, dann erstmal vielen Dank. Ja, wir melden uns wieder bei Ihnen, okay. Ja? Wiedersehen. Ja, kannst dich jetzt wieder einkriegen. Was denn? Nur geguckt? Also, der vorläufige KTU-Bericht. Der Abgleich der Fingerabdrücke ist recht interessant. Ja, wieso? Ich dachte, das wäre klar. Die Fingerabdrücke im Laden sind von unserem besuchten Duo. Ja, und auch die Abdrücke auf diesem Sturmfeuerzeug, das die Täter in einem früheren Tatort hinterlassen haben. Das weiß ich doch, Michael. Ja, aber auf diesem Feuerzeug sind noch andere Abdrücke von einer unbekannten Person, die bisher nicht identifiziert werden konnten. Und jetzt schau mal hier. Das ist ja wirklich interessant. Ich denke, mit der Dame sollten wir mal reden, oder? Nie gesehen? Nee. Ich meine, ich war doch bei dem Überfall gar nicht dabei. Naja, also vielleicht nicht direkt. Worauf wollen Sie denn hinaus? Schauen Sie doch mal. Haben Sie das hier vielleicht schon mal gesehen? Was hat denn das zu bedeuten? Dieses Feuerzeug wurde bei einem früheren Tatort gefunden und darauf sind Ihre Fingerabdrücke. Ach, und jetzt meinen Sie, ich hätte irgendwas mit den Tätern zu tun? Naja, das liegt auf der Hand, oder? Wie können Sie uns die Fingerabdrücke darauf erklären? Ich kann Ihnen das nicht erklären. Das muss ein dummer Zufall gewesen sein. Ach, wissen Sie eigentlich, wie oft wir das schon gehört haben? Wollen Sie uns für dumm verkaufen? Nein, natürlich nicht. Ach, Mann. Warten Sie. Vor ein paar Wochen, da hat mich ein Typ in der Bar angequatscht. Ein Jugoslawe, glaube ich. Glauben Sie? Ja, er hat mich auf einen Drink eingeladen und ja, eigentlich hat er nur genervt. Ich kann mich nicht mal mehr an seinen Namen erinnern. Aber ja, er hatte so ein Feuerzeug. Er hat es mir gegeben, damit ich meine Zigarette anzünden kann und ich habe es ihm sofort wieder zurückgegeben. Ziemlich dürftige Erklärung, finden Sie nicht auch? Ja, aber so war's. Ich habe mit dem Überfall wirklich nichts zu tun. Ach, hören Sie doch auf. Die Täter haben den Tipp von Ihnen, dass die Überwachungskamera nicht funktioniert. Ich wusste doch gar nicht, dass die Alarmanlage abgeschaltet war. Sagen Sie. Ja, mein Chef hat es doch auch gesagt. Die Jungs observieren die jetzt schon seit 6 Stunden. Da gibt's auch einen guten Grund für. Schau mal hier. Ich habe ihren Lebenslauf. Sie hat in den letzten 5 Jahren in 3 verschiedenen Juweliergeschäften gearbeitet. Ach, echt? Und warum hat sie so oft den Arbeitgeber gewechselt? Ich habe bisher nur einen erreicht. Und da hat sie aus freien Stücken gekündigt, sagt er. Fakt ist auf jeden Fall, überfallen wurde nur das Geschäft, in dem sie jetzt arbeitet. Ja, was nicht ist, kann ja noch werden. Mein Reden. Besuch für euch, Herr Kranz von der Versicherung der überfallenen Juweliers. Ah ja, danke, Max. Bitteschön. Hallo. Nehmen Sie Platz. Mein Kollege, Herr Naseband-Rietz. Also, um jetzt gleich zur Sache zu kommen. Meine Assekuranz hat eine Schadensmeldung unseres Kunden Jürgen Nowak erhalten. Sein Juweliergeschäft wurde ausgeraubt? Ja, gibt's da ein Problem? Naja, die Beitragszahlungen erfolgten die vergangenen Monate immer unpünktlich. Herr Nowak hat sich mit einer drohenden Insolvenz herausgeredet. So haben wir ihm sogar den letzten Beitrag gestundet. Und jetzt diese enorme Schadensmeldung.
Also Sie verstehen doch, dass wir da misstrauisch werden. Sie vermuten jetzt also einen Betrug. Haben Sie da Hinweise? Ja, bisher nicht, aber vielen Dank für die neuen Erkenntnisse. Wir werden dem natürlich nachgehen. Haben Sie vielleicht eine Erreichbarkeit? Damit ja, ich gebe Ihnen meine Visitenkarte. Ja. Ja, wir melden uns, wenn es sowas gibt. Ja? Vielen Dank. Ja. Danke. Dann sollen sich die Jungs den Novak noch mal vorknöpfen.